Asking Till, I said, you know, what's with all, you know, the fire and everything about the fire? Where does this come from? And he looks at me and he says, there are three kinds of fire. First, the fire of the mind, your thoughts. Okay? Second kind of fire is the fire of the heart, your passion. I'm waiting for the third kind. And then the third kind of fire is just fire. They'd offered me earplugs before. They said, you will need these. And I'm So I used the earplugs. It was still too loud. My body was shaking. Fans are there. It's your job to give them bang for the buck. We are brothers in pyro. We lead by fire. First time I met Till, he came into my dressing room on fire. That's a great entrance. Couldn't even shake hands. He was on fire. I could have roasted marshmallows from the seat I was in, and I wasn't in the front row. The production was over the top. It was great. It's everything that Americans think of German. It just runs. Germany, it runs really well. Like, it's a very well-oiled machine. Incredible display of power and beauty, light and shade, entertainment. It was a rock opera. Their backstory is unbelievably interesting. Six guys from behind the Iron Curtain who really did not believe they were ever going to have the opportunity to play the kind of music that they are now playing. It's the 1980s. The East German music scene is small but active and very tightly knit. Bands come and go, everyone knows everyone else, and there's a great sense of solidarity. On the road with their former band, Feeling B, Paul Landers and Flack Lovens play every venue they're allowed to. Früher normal, dass man mit ganz vielen Freunden zusammengespielt hat. Wenn man Zeit hatte, hat man sich getroffen und hat zusammen gespielt. Da gab es Feeling B noch, da gab es die Firma noch. Also eigentlich hatten alle ihre Bands. Back then, life for Paul and Flacke revolves around Feeling B. Later, they are joined by drummer Christoph Schneider. In Schwerin, Tim Lindemann is playing drums in the band First Arsch. Richard Kruspe is with Das Elegante Chaos and later Orgasm Death Gimmick. While Oliver Riedel is with the Instabocketables. Their role models, however, are predominantly Western. Dadurch, dass wir Radio hören konnten, hatten wir dieselben Radiosendungen wie die Westler. Und im SFB gab es gute Sendungen und dadurch waren wir musikalisch eigentlich auf demselben Stand so wie die Westler, weil Musik geht ja schnell über die Grenze. Und wir kannten die Bands, die amerikanischen, auch genauso. Durch die Schule hatten wir natürlich ein politisch gefärbtes Bild. Die DDR hat versucht, die Sowjetunion als gut darzustellen und den Westen als schlecht. Und Amerika auch. Und hat eigentlich das Gegenteil erreicht. Dann hatte ich irgendwie zu Hause hatte ich ein großes Kiss-Poster, um an meine Tür zu hängen. Und eines Tages kam mein Stiefvater rein und zerriss dieses Poster irgendwie in 1000 Einzelteile. Und ich saß die ganze Nacht und habe diese Teile wieder zusammengesetzt. Am nächsten Morgen um 5:30 war ich fertig. Hing dieses Poster an meiner Tür. When they would be able to get their hands on a tape, you know, of a band, it meant so much to them. So when the wall came down, obviously, that enabled Rammstein to even exist. In
1993, Schwedlin friends Tim, Richard, and Oliver celebrate their newfound travel freedom with a voyage of discovery across the southwestern USA. Simultaneously, he and Bea are visiting the southeastern part of America. Blissfully unaware of each other's existence, the future Rammstein members discover the formerly forbidden country. Wir kannten Amerika ja nur aus Filmen und dachten, es ist ein gefährliches Land. Wir konnten Schulenglisch, aber das hat nicht ganz ausgereicht zur Kommunikation. Ja, der Einzige, der ein bisschen Englisch konnte, war Till. Olli konnte Yes und ich konnte No sagen. So haben wir uns gut verbunden. Ja, und schlimm war am Telefon, da haben sie uns das Auto abgeschleppt. Also dann gehen auch keine Rücksicht. Ach, komm, jetzt sagen, ein bisschen langsamer, es geht nicht so. Dann, ja, wir tippen hier, come away. Ich habe kein Wort verstanden, dann ging es um das immer stimmt. Feiner. Ich sage, ist es fein? Ist es fein? Du wolltest aber Geld haben. Und Tim, Oliver and Richard's traveling party don't allow themselves to be waylaid by such problems and continue to enjoy the new world. Paul, Scheider and Flacke, however, take it a step further and try to top up the depleted vacation fund with occasional performances. Als wir in New Orleans waren, war da dieses Medigrest, was bei uns das Karneval ist. Und da haben in jeder Kneipe Bands gespielt und da war so Partystimmung. Und dann haben die gesagt, da spielen wir mit. Und Litschner war der Saal leer. Kein Mensch, alles rausgerannt. Und die gießen wieder Schlagzeuger. Ja. Schneider hat ihn gefragt, kann ich auf deinem Schlagzeug spielen? Da hat der Schlagzeuger die Stöcker von Schneider so angekickt. Die waren ziemlich massiv. Hat so hat ihm so zwei Dünne gegeben. Der war völlig aus dem Häuschen, ne? Und dann hat er mir seine gegeben und dann musste ich mit den dünnen Stöckern weiterspielen. Und er hat mich gebeten, nicht so doll zu spielen. This American adventure is more than just a journey through the land of seemingly unlimited possibilities. It is also a turning point. Das war eben auch eine Zeit, in der wir so ein bisschen orientierungslos waren. Also wir hatten zwar noch die Bands, die wir im Osten hatten, aber wir wussten auch, wir wollten vielleicht was Neues anfangen. Und es war so ein Scheideweg. Und Amerika war für uns alle, unabhängig voneinander, von den beiden Gruppen, so eine Inspiration, die wir mit nach Europa gebracht haben, zu sehen, wie machen die hier Musik. Ja, das haben wir ja damals in Kalifornien gesehen. Da standen zwei Leute in L.A., das war auf dem Sunset Strip, da spielte eine Band, die waren eigentlich ziemlich geil, irgendwie der klang gut, jedenfalls in unseren Ohren, also für die Ostohren war der Hammer. Da standen zwei Typen im Pit unten und die Typen, das fing an, die taten so, als würden die vor 10.000 Leuten spielen, sind völlig freigedreht. Und ich dachte, was haben die denn? Da geht man noch nicht auf die Bühne, weil wir dachten so, im Jugendclub, also wenn er was spielt, ist es immer voll. Also irgendwie zumindest sind ein paar Besucher da. Zwei Leute, und ich habe nicht verstanden, warum die dann überhaupt anfangen. Ich dachte, das ist das amerikanische Prinzip, man gibt immer 100%, egal wie viel drin sind. Ich habe gemerkt, dass den Leuten hier die Musik wichtiger ist, weil die davon leben müssen. Wir kamen aus der DDR und da war das so wie ein Paradies. Man hat so vor sich hingelebt und nebenbei auch Spaß Musik gemacht, weil es war immer Geld da. Und hier sind die Musik machen, wirklich von der Musik auch abhängig und nehmen die Sache dafür ernster. Lives led in East Germany and experiences gained in America. These are the foundations on which Rammstein is built. The musicians also viewed their new band as a reaction to the situation in the reunified Germany. Wir wollten aber mit Rammstein nicht so klingen wie amerikanische Band, aber wir haben diese Energie der Herangehensweise so mit in unsere Band genommen. Das haben wir im Osten schon gemacht mit alten Bands. In Rammstein ist eben genau das, was im Westen notwendig ist. Wir durften nie was sagen. Das hatten wir schon im Osten damals. Man hatte immer das Problem, über gewisse Themen, die darf man nicht ansprechen. Also auch zum Beispiel in der Musik mit Texten, das war sowieso entweder um die Blumen rum oder Englisch oder so, dass keiner verstanden hat. Und mit allem hast du die Gelegenheit, du kannst alles sagen, was du willst, kannst alles singen, was du willst. Und auch auf der Bühne halt, wie es machen, was du willst. Und du schreist es dir natürlich in dem Moment von der Seele. Im Prinzip machen wir das, was viele Leute gern machen würden. Und man regt sich am meisten über die Fehler auf, die man selbst gern beginge. Insofern machen wir im Prinzip, tapfen wir so ein Allfettnäpfchen, die es hier so gibt in Deutschland. Und die Leute ärgern sich nur, dass sie sich selber das nicht trauen.
ist, dass Rammstein polarisiert. Ich finde es gut, dass eine Band es schafft, Menschen dazu bewegen, dass sie darüber diskutieren, über das Thema. Das finde ich erstmal prinzipiell gut, dass Leute sich Gedanken über bestimmte Dinge machen und dann vielleicht auch merken, wo sie selber stehen, was für Meinungen sie selber haben. Wir fingen als eine ganz normale Band an. Wir haben nur gespielt, aber da gab es keine Schuhelemente. He saw us in Berlin 94. He said he was at that show, and for him and his friends, it was like one of the most important shows they ever went to. And he said especially Anthrax, because he had never seen a band moving so much and trying to entertain. And he said it was really, really influential on them when they were first putting Rammstein together, thinking we want to entertain people. American audiences, Western audiences like to be entertained. You know, there's a long history of entertainment from the West. Sorry, you know, from Elvis Presley. But it has to have... For longevity, it has to have some substance behind it. You know, I know that Kiss, I'm sure, was a big influence on them, as they were with me. Die waren schon so meine Heroes, ja. Die erste Band, die so bestimmte Show-Effekte in ihrer Show eingebracht hatten, so Pyrotechnik und so weiter, das habe ich damals noch nie gesehen. Rammstein's stage show is constantly evolving. Pyrotechnics and fire quickly become an integral part of their performances. Before long, the band is reaching an ever greater audience. The Rammstein now play major festivals with international lineups, and many American acts become aware of the German band. I remember being somewhere in Europe and hearing bubbling commentary about a new important German group called Rammstein, and it rang a strange bell. It was Rammstein, Rammstein. Stein, of course, is German for stone, and Ram, to ram, is a verb in English. It's an aggressive verb. It means to push through and with aggressive force. But I'd heard sort of something else, and all of a sudden I realized, ah, Rammstein is the big American bass. And I thought, oh, somebody put their finger on the belly button. I remember we saw him in 1997 in this festival, and he was shooting that flamethrower out over the crowd, and I remember going, you can't do this at all. We spielten auf Festivals in Deutschland, wo internationale Bands da waren, also internationale Bands gespielt haben, und die dann nach dem Konzert zu uns kamen und sagten, wir müssen unbedingt mal rüberkommen. Und wir dachten immer, wirklich, wir singen auf Deutsch, das interessiert doch keinen. Feedback from international artists and their rising popularity in Germany and beyond spur Rammstein on to take the next step. The band wants to crack the American market. Es gibt diesen Weg von Deutschland nach Amerika, den gibt es nicht. Es gibt nur den Weg von Amerika, England nach Deutschland. Den Telefonnetz gibt es gar nicht von so nach so. Die haben nicht mal die Nummer. Die werden immer nur angerufen und kriegen gesagt, was sie zu veröffentlichen haben. In their search for a suitable American partner, they come across Bob Biggs, founder of the independent label Slash Records. He has experience of working with acts like Faith No More and Asian Dub Foundation. Biggs decides to take a gamble on Rammstein and says yes. I came from a punk rock background, I think. And, I mean, the stuff that the bands that I had were doing was, you know, it wasn't as slick and as produced and as good, but they were doing crazy things on stage. Man muss, um Rammstein zu verstehen, natürlich Rammstein immer live sehen. Und deshalb haben wir ihn damals eingeladen und er hat dann das war auf dem Bizarre-Festival, wo er uns damals gesehen hat. At the time I had pretty much complete autonomy. I could do whatever I wanted to do. And when I first started talking to Rammstein, it wasn't really popular within the company. Biggs is particularly fascinated by their stage production as a total work of art. Er hat es damals gesehen und ist dann natürlich extrem in diese Band verliebt und hat natürlich dann auch mit seiner Motivation auch viele Dinge geleistet, die man braucht. Man braucht hier in diesem Land jemand, der überzeugt ist. And then we brought them over to New York to play a couple gigs, just to get them introduced.
In September 1997, the time has finally come. Rammstein's American adventure begins. European success counts for little here. America is a totally different market, in which it is difficult for European bands to get a foothold. And so, in New York, Rammstein start again from scratch. Hier an der Location, wo wir das erste Mal gespielt haben. Und der Laden hieß früher Banks, weil es früher mal eine alte Bank war. Ich kann mich entsinnen, dass wir hier vor ungefähr 15 Leuten gespielt haben. We were playing this festival called the College Music Festival. And then we heard a band called Rammstein was going to play the same night. And we were very excited, going, who's this band from Germany? Wait a minute, we sing in German, they sing in German, this is awesome, we have to hang out with them, right? We sat on our gear in the hallway when Rammstein arrived, all of them appeared at that time to be about 8 feet tall, and they just filed in one by one in front of us, walking stoically. They came in with a smoke machine, you know, like it was like the sun was behind them, they came in like shadows, the smoke machine, and we sat there and we're like... Und ich kann mich entsinnen, das Ziel. Ja, aber damals auch mit diesem Brennemantel mal angefangen, irgendwie, dass Till hier draußen sich angezündet hat und quasi durch den Saal durch auf die Bühne gekommen ist. Weil wir hatten auch kein Backstage, wo wir das irgendwie so Pyrotechnik machen konnten, ja. Rammstein went on considerably late and played to about 30 people, two of which were us. And we of course we waited around and we were just, and it was just like it was insane. It was an arena show in a bar. It was a bar arena. Said to me, you need to go check out this band, and they're going to be a very big priority for you. You're going to have to work this, and we're putting this album out in January. And I remember watching this and seeing this and saying to myself, this is it, this is the big priority. The German band's show caused jaws to drop. The press now take notice of the six lads from the fallen East Germany, not least of all due to the band's extreme physical exertion. Also damals hatten wir noch einen Song im Programm, der hieß wie hieß er denn? Ich tue dir weh. Feuerräder. Nee, Feuerräder. Ja, meine ich ja. Feuerräder. Jedenfalls war die Performance, dass Flake eine Weile auf Till rumgeritten ist, mit der Neonröhre in der Hand und final praktisch eben die über den Rücken zog und dann zerbarst die in 1000 Stücke. Die deutsche Neonröhre ist sehr spärlich, die kannst du leicht zerschlagen. Was Flake aber nicht wusste, ist, dass die amerikanische Neonröhre ist ungefähr so 3 bis 4 Mal dicker und lässt sich nicht so leicht zerkloppen. Genau. Und da hat er wie ein Verrückter versucht, die auf Tills Rücken zu zerschlagen. Der arme Till hat es fast nicht mehr ausgehalten und am Ende zerbarst sie nicht wirklich, sondern sie zerbrach einfach in 2 Teile. Und der andere Teil flog direkt auf mich zu, während ich spielte und steckte dann plötzlich bei mir in der Schulter. Und dann sind wir alle raus auf die Straße und bluteten, also zumindest Till und ich, wir bluteten wie die Schweine. Tills Rücken sah auch überhaupt nicht gut aus. Also der war voller Splitter. Das war unsere erste Show in Amerika. It was like trial by fire. I was seeing it live in a small club with them playing and smashing fluorescent lights across each other. I left and I just remember walking out, shaking my head and saying, what am I going to do with these guys? How is this going to work? Listen, the band, it didn't really matter. You know, the trilling of the German, you know, like an opera singer, you know, and the way it came out and the attack that it had and the point that the music had was so aggressive and so striking that I didn't really care what was going on, you know. It didn't matter to me, I just thought it was wonderful stuff, you know. A mere 3 months later, in December of 1997, Rammstein embark upon their first major U.S. tour, supporting the industrial band KMFDM. Rammstein's trump card at this point. I flew out to come see the band, see them perform, to see them really let loose. I'll never forget the show ended, the end of the show, Till had out the flamethrower,
and was blowing flames. It couldn't have been more than 25 or 30 feet over the crowd's head. And I saw the reaction of the crowd. And I remember leaving that show that night and realizing this could work. So that was the next step for me, to sort of believing and seeing what Rammstein could really ultimately achieve. The band still lack an American agent who can book shows for them in the U.S. As a result, Wayne Pedini has to do an awful lot of persuading. He had called me and said, you know, we're looking for an agent for this band, and I think you'd be perfect. Your company represents Metallica. You have some of the biggest artists in the world. But my, you know, initial instinct was that this will never, ever work in America. So I called Wayne and I said, I'm passing, I'm out. It's never going to happen here. Americans will never listen to a band that sings in German. And he wouldn't give up. So I said, okay, listen, I'm going to go see the show. So I went to Los Angeles. I walked into the Palladium. Rammstein comes out. Till has his arms open with the metal jacket completely on fire. I looked at Wayne and I said, I'm in. This is so extreme, this is so real, that America will eat this up. Das ist so der größte Traum für jede Band, die aus Europa oder aus Deutschland kommt, irgendwie in Amerika Erfolg zu haben. Und wenn du dann noch das Glück hast, in deiner eigenen Sprache diesen Erfolg zu bekommen und nicht irgendwas imitieren musst, sondern du ganz du selber bleiben kannst mit deiner Musik und deiner Sprache, umso besser fühlst du dich natürlich. Und insofern waren diese Konzerte für uns unglaublich wichtig, dass wir dann nach so einer gewissen Zeit, nach der wir schon erfolgreich waren in Deutschland, es doch geschafft haben, hier mit Rammstein dann Konzerte zu machen, weil wir wussten einfach, dass die Show, die wir machen, also diese ganze Pyro-Sache und alles, dass das in Amerika auch ankommen würde. Egal, ob wir in Deutsch singen, wussten wir, dass das mit Rammstein ein Versuch auf jeden Fall wert ist, hierher zu kommen. Possible that someone would go to a Rammstein show in the States and have no interest in guitar-based music or heavy metal, but they just love the fireworks and the spectacle. The first headline tour that we booked for Rammstein across the U.S., we did San Francisco, L.A., Denver, Chicago, and New York. Denver sind 1200 Meilen. Von wo? Von L.A. aus. Aber wäre auch schon früher. Peace out. Denver, 464. Chicago, 740. Presale, 740. Dude, fucking beautiful. 520, New York City. 2 weeks left. Looking good. There we go. Kids were coming to the show knowing that they were going to see an incredible, intense show with pyrotechnics. And the band was challenged every day by the authorities as to what they could do or couldn't do. When we were in Chicago in 1998, the fire department came down to the show and they told them they were not allowed to do fire. And they were like, oh my God, how are we going to do a show without fire? So the band had two choices. One, go home. Two, do a show with no pyro. So they said, fuck it, there's 1,100 people here. We're going to play without pyro and we're going to kick some ass. Wir kannten das ja auch nicht, dass quasi jede Art von Pyrotechnik abgenommen werden musste. Und eins dieser Schattenseiten ist natürlich auch, dass jeder hier in Amerika seinen Brief so ernst nimmt, so 150% ernst nimmt, dass er natürlich irgendwie, dass du ihm alles zeigen musst, ja? Even to this day, the band will not play, cannot play in the city limits of Chicago. Because they had massive fires way back in the early 1900s. But the band received surprising support of a very different kind from Hollywood. Visionary director David Lynch uses two of their songs in his now legendary film, Last Highway. Na, Lynch war schon so ein Türöffner, also auf jeden Fall.
da ging bei uns so eine Tür in dieser Kunstrichtung auf. Ja? Also, so die ganzen Intellektuellen haben uns da wahrgenommen das erste Mal. Da war es natürlich auch so, ich meine, Manson war damals involved, Trent Reznor von Nine Inch Nails hat damals einen Soundtrack gemacht. Also es war schon auch ein guter Soundtrack mit Lynch, ja. Playing a prisoner in the jail scene. Henry Rollins was the prison guard. So during that scene on the set, David Lynch was playing this music to set the mood because he wanted it to be very dark and very scary. And so start the music quiet, and then when it hits the quiet part of the music, we'll crank it up on action, okay? Speed! So he starts playing this song. Heard it before. He's playing this really evil heavy music with some guy with his voice and singing in German. I'm like, this is fucked up. This is like, and I'm sitting in this weird jail cell, and I've never been in a movie before, so I was nervous anyway, and the music just made me more nervous, and that was the point. David Lynch was like, I want everyone to look really nervous and scared, and the music did it. And I asked afterwards, I said, what is that music you're playing? He goes, they're this German band called Rammstein. Isn't it great? I mean, certainly having Rammstein in Lost Highway was the introduction that Rammstein had to a lot of Americans. I think they still would have had success without that, but that, it's such an amazing scene, and the music works so perfectly. Like, it's hard to imagine that scene with any other music in there. Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist allein. I was involved with David Lynch making Lost Highway. And I had heard some music that he was considering using for the film, and if for some reason he had asked me about Rammstein, and it ended up being in the scene, sex scene, where I'm fucking somebody, Patricia Arquette. So that's where it first started with, and I hopefully had a part of the suggestion to David Lynch because I was such a fan of the song. And Trent Reznor were like demigods. And so David Lynch and Trent Reznor saying that they liked Rammstein suddenly made it okay for everyone else in America to like Rammstein. Got it! Good deal. Yep. Are we there yet? We're there, man. Ich glaube, dass sich gerade viele Hardcore-Fans das gebildet haben zu der Zeit, irgendwie die eben solche Art von Musik hören. Also, ich weiß nicht, das Mainstream irgendwie im Publikum. Aber es war schon dann so diese ersten Fans, die uns das erste Mal auch in Amerika wahrgenommen haben, ja. So the first American interview they did here was with a major fashion magazine, was with Details. And I knew it was the right thing to do as soon as people started calling up and saying, how the fuck did that happen? I was like, oh, I just was working on these things. Like, I wanted them to be in like Details or GQ or Esquire or Vanity Fair first before anything else. And MTV started getting into them, were ready to do like some sort of like Headbangers Ball hard rock thing. And I said, no, I didn't want to do it until Kurt Loder did it himself. I also knew that Kurt Loder spoke German. Metal isn't a musical combination one comes across every day. So when the German band Rammstein passed through New York recently, in flames, literally, we had to catch their act. The group is fronted by an Olympic swimming champ, oddly enough, has already been featured on the soundtrack of the David Lynch film Lost Highway, and doesn't speak English. So in a tribute to Raymond Burr's spliced-in appearance in the original Godzilla, we dusted off our rusty German and pre-taped some questions to put to the boys. Seemed like a good idea, but let's see. Guten Abend, meine Herren. So, sag mir das, was gibt's los mit der Feuer? Da gibt's Feuer in den Videos und Feuer auf der Bühne. Was ist los mit das? Es ist wichtig, dass man nicht nur was fürs Auge, fürs Ohr hat, weil das hat man auf der CD zu Hause. Aber wenn, das war eigentlich mal so meine Erfahrung, wenn ich zum Konzert gegangen bin, wollte ich auch immer gerne noch was sehen, außer der Musik. Ist das nicht gefährlich? Und selber sind eigentlich nur kleinere Sachen, also leichte bis mittelschwere Verbrennungen ab und zu und ja, also abgesenkte Haare und mein angebranntes Ohr. Also
those guys, Rammstein. Please don't try this at home, kids. Guitars can be dangerous. At the time, the music scene was the Spice Girls and stuff like that. It was just handsome. It's terrible. And there was also this new metal scene with Korn and Linkin Park and those guys. And Korn and Linkin Park were pretty powerful bands, but they weren't as interesting to look at as Rammstein was. They're just very theatrical, sort of like Kiss in a way. So they were much more interesting, I thought. And they knew exactly what they were doing. Still is a great singer. And I just loved it, and I love Du Hast, and I love that album. It was really great. Hard, heavy music, metal, whatever you want to call it, was really on an upswing at that time in the form of bands like Limp Bizkit, Korn, System of a Down, Tool, Rage Against the Machine. These bands at that time were starting to become really popular mainstream, and radio had to support that. Again, these bands were just getting too big outside of radio. And that whole movement of heavy bands really sort of had dictated a new direction for radio stations. Alternative radio in the States was Jewel and the Wallflowers, and it was very lighthearted. And then almost overnight, it became Metallica, Limp Bizkit, Puddle of Mud, Disturbed, and Rammstein fit perfectly into that. The only other German band we really knew was the Scorpions before, and you know, they always sang in English. So it was very interesting to see this band playing such heavy, heavy music and singing in German, and American kids loving it. You know, they loved it. Because think about it, before that it was 99 Luftballons. Yeah. So you got, what is it, Nena? Nena. Rammstein. It seems like every decade there is one German song that is incredibly pervasive, and it seems like this country allows only one German song per decade to be a hit. Rammstein were fortunate enough to get the 90s. Rammstein's single, Du Hast, becomes that hit song. Even the smallest radio stations play it. The Rammstein have managed something that has eluded almost all other German artists. They've broken America. I'm from a very small town in the United States. You know, it's very unexpected that they would even play the song. And I remember right away, I loved the production of the sound, and I remember I had to ask someone right away what that meant. And I felt, you know, anytime someone has to question art, you know it means something to you. It doesn't pass you right by. At the time, MTV was very important. You had to be on MTV. So, because then your fans could see who you are. They wanted to crack this market, obviously. They wanted to be big in America. Be afraid. Be very afraid. If you love having the holy crap scared out of you, I don't know, I do, then you're going to love this. Performing Du Hast. Oh my sweet lord, it's Rammstein! Once US radio got a hold of it and saw the reaction and how it worked, and MTV played it, it was just, it just continued to snowball, and it was everywhere. I remember a friend of mine, MTV, called me up and said, oh, hey, they passed on this third Smashing Pumpkins video off, like, whatever that album was at the time, and they're giving the spot to your band. I was like, what band? I'm like, Rammstein. They've been put Du Hast into heavy rotation. I had just left Hole, just joined the Smashing Pumpkins, and I remember James Iha, the guitar player in the Pumpkins, during, like, between songs, just started going, Du Hast. And got the whole crowd to chant, and that was my introduction. Was through the guitar player of the Smashing Pumpkins doing an a cappella chant. Oh.
One of the greatest things I remember was walking into a strip club, and I don't frequent strip clubs, but when I heard Du Hast at the strip club, I knew the band made it. Boosted by this success, the album Sehnsucht climbs into the American Billboard Top 50, a massive success for a German band with German lyrics. In the summer of 1998, Rammstein, in conjunction with some of America's hottest bands, launch the Family Values Tour. Auf jedem Dorf, auf dem wir zuerst waren, haben die Leute beim ersten Mal so gestanden. Was ist das? Name was kind of like this group of bands. Ironically, Rammstein was really the black sheep in that group. They really had nothing to do with those bands other than being classified in the U.S. music marketing machine as, a metal band. Das war auch immer ein Ansporn, eigentlich mit diesen coolen Bands zu spielen, weil wir hatten ja wirklich immer die Creme de la Creme und die war schon ein ziemlich hoher Standard und wir konnten dann immer gerade so mithalten oder sagen wir mal so, das war für uns immer eine gute Messlatte. Weil hier zu Hause in Deutschland der King zu sein, ist ziemlich leicht. Aber jetzt so im Weltmaßstab mitzuhalten, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. We were embraced in this group and this tour, which was billed as Family Values, because at the time, Du Hast was exploding in the U.S. Wir sollten, glaube ich, als Dritte spielen oder als Zweite im Vorfeld. Da haben wir unser Management gesagt, wir spielen ja nicht als zweite Band bei Fünfen, wir spielen als Vorletzte, wir wollen direkt vor Korn spielen. Und Limp Bizkit war einfach wirklich eine Waffe, so eine Live-Waffe, ja? Und ging so knallhart ab. Ganz schäbig gefühlt, dachte, oh, die sind cool, hart, machen geile Musik und wir haben es so unberechtigt mit eingeschlichen, mit ein paar Flammenwerfern versucht zu kassieren. The music is heavy, but it almost sounds military, like in, it almost sounds like a squadron of, you know, military musicians that has come on stage. I don't think the audience really knew what hit them over the head. It felt like sort of, you know, this band coming on with, you know, fire and destruction and death. And then by the time it was over, it was like, what happened? What just happened to us? It was complete entertainment the whole time from start to finish. Bei der Family Values Tour, dass ich ein extremes Problem hatte, überhaupt auf diese Tour zu sein, weil ich um kein Wort Englisch sprechen konnte und mich dann auch irgendwie sehr zugemacht hatte und das total schade fand, weil ich wollte natürlich schon, ich meine, wir haben so ein Bands gespielt, die wir auch irgendwie alle gut fanden und ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie eine Kommunikation anzufangen und ich war da sehr introvertiert und habe auch sehr gelitten drunter und nicht diese Sprache sprechen zu können, ja. It was strange for us, it was the first time them coming over, going in the dressing room and they'd have a table set up and they'll have like a traditional dinner set up, they're all sitting there eating together at a table and like, what the hell is going on in this dressing room? It was very hard to communicate with the band. It was very difficult to kind of try to translate and explain to them some laws and things that are really more cultural things. You know, the laws are different in every state in the United States. So the fire marshal would come in and, you know, they would allow this in one city and not allow that in one city. Ich habe immer noch Verständigungsschwierigkeiten. Also mein Englisch ist so fürchterlich, dass die Englisch können, die drehen sich immer so weg. Und hoffen, dass meine Ansprache bald vorbei ist. Machen so ein Gesicht, als haben sie was Schlechtes gegessen oder so. Das ist schrecklich. Also ich bin schon stolz, wenn ich mal einen Kaffee kriege und dann nicht eine Tasse Speck oder so. Das ist nicht viel besser geworden. Ich muss aber auch hier stehen. Ich habe mir nicht viel Mühe gegeben, das zu verbessern. Hey, how do you want to live here?
Man hat, wenn man von der Bühne kommt, eine ganz eigenartige Chemie im Körper. Und die muss so kompensiert werden. Dafür ist, glaube ich, so eine Party ganz gut irgendwie, dass man so langsam wieder runterkommt. Ich meine, dass das Elend dabei ist, dass man immer sehr viel trinkt und auch jeden Abend so relativ betrunken ist. Ich gehe mal hier. There was always a party afterwards. I remember hanging out with Till. We had set up some coffee tables in the middle of the dressing room, and we had girls dancing naked on the dressing room coffee table, and one of the tables broke. What are you here for? You do yourself. I know. I need to get flexible. We just basically knocked on the door with like our box of porn, and so then Paul put the porn on, fast forward really fast, and then put our CD on, and then started jumping on the seats and going crazy, and we're doing shots, and I was like, what just happened? Ich habe es erst auf den Fotos im Nachhinein gemerkt, wenn man so Gruppenfotos hat mit Korn und mit uns, die sahen aber ganz normal aus und wir sehen ganz doll verwest aus, total zerstört, weil wir jeden Abend uns, die kannte jemand und die Amerikaner haben immer so ein Bier getrunken oder so, das haben wir aber beim Touren gar nicht gemerkt, dass die Amerikaner ziemlich schon kicken, was sie so machen, während wir am jeden Abend uns ganz schön übel mitgespielt, muss ich mal sagen. Wir haben Oktoberfest gemacht. Wir haben Oktoberfest immer. Und dann kam Tom, weißt du noch, dann kam Tom, man hat immer so Vitamintabletten verteilt, so ein riesen Beutel. Und den musste man so einmal runterschlucken. Und ich habe mich immer gewundert, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Und nach 3 Wochen habe ich so gemerkt, super Booster, 10 Tabletten. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Dieser Tablettenbeutel, da war so eine kleine Anleitung drin, die haben wir nicht gelesen. Da waren 3 musst du morgens, 2 musst du mittags und die anderen 4 darfst du auf keinen Fall abends nehmen. Und wir haben immer alle auf einmal genommen. Kurz vorm Konzert. Und ich musste, wenn ich eine ganze Flasche Whisky trinke, damit ich überhaupt ins Bett. Also ich habe nie probiert, nicht schlafen. Dann konnte echt die ganze Zeit dann. Ja, was ist denn das? Wir kannten wir auch nicht, dass es Booster gibt und so Zeug, manchmal zum Aufputschen. Wir haben auch andere Bands getroffen, die haben sich B12-Shots verpasst. Also das hat mich total beeindruckt. B12-Shots. Vitamin B12. Es gibt auch diese andere Geschichte, die wir noch erzählen. Und zwar war das auch auf der Family Wales Tour. Und zwar war Halloween. Ja, und es war so, dass die Bands alle gesagt haben, ey und so, wir müssen was Besonderes machen, Halloween, müssen uns also umziehen und so weiter. Limp Bizkit zum Beispiel haben sich komplett als Elvis verkleidet, komplett. Zum Beispiel, ja. So, und dann sind wir halt, war unser Slot, wir sind auf die Bühne rauf, haben einfach gespielt, glaube ich, 1 oder 2 Songs und auf einmal war Till weg. Ich dachte, naja, okay, vielleicht war irgendwas oder irgendwas, ein Mikrofon ist kaputt oder irgendwas. Auf einmal war Paul weg. Ja, komisch. Nächste war Olli weg. Er wurde immer weniger. Und am Ende stand ich mit Schlagzeug und Gitarre da und dachte, was ist denn das? Bis ich nach hinten geguckt habe und gesehen habe, wie die Polizisten immer langsam aber sicher die Leute so weggezogen haben. So ganz heimlich. Und nach 3 Songs war das Konzert zu Ende. Die haben uns amtlich von der Bühne gezerrt. Ja. Aber wir waren nicht ganz nackt, wir hatten noch Windeln um. Wir hatten Ich hab mir einen Sack abgegaffelt, das war schwarzes Gaffer, ja, um das Gemächt, das war ansonsten war nichts. Und du hast noch ein bisschen dazugeschummelt, weiß ich nicht, da hast du aus wie vom Elefanten. Ja. Aber schon damit konnten sie nicht umgehen, ja, einfach sich irgendwie auszuziehen sozusagen und auszukleiden, mochten sie irgendwie nicht. Barely a year after touring with Korn and Limp Bizkit, Rammstein head out on their own again, across the USA. Woran man erkennt, dass sich was geändert hat. Und ich weiß noch, wie wir dann zum Konzert fuhren und dann fuhren wir so um die Ecke und plötzlich standen da so Leute auf dem Bürgersteig.
Dann fuhren wir dann weiter am Weg, da standen immer noch Leute am Bürgersteig, bis ich merkte, dass es eine riesenlange Schlange ist, die zu unserem Konzert wollen. Und da dachte ich, boah. Also ich war eigentlich einer der Ersten in meiner ganzen Schule, der das gehört hat. Ich habe das zur Schule gebracht. Wir haben dann erstmal die ganzen Schüler zur Musikstunde. Die ganzen Schüler haben dann erstmal gesagt, ah, ekelhaft, stell das aus. Und ungefähr dann eine Woche danach hat das jeder gehört. I don't know, I can't really explain why I'm attracted to it like this. It just hit on something, it just struck a nerve. It kind of brings over a different culture you don't have here every day. The lyrics and the language itself works as a good instrument. It's just guttural, it's aggressive. If it's a song like Du riechst so gut, it makes me think about another woman. But when Du hast comes on, I feel like I'm walking away from something. We included at the time, again, this is all pre-internet, a card we put in the CD to people to fill out information. And we had our address on the back, and people sent it in. And when people sent back the cards, one of the questions was, would you like a copy of the lyrics in English? And we were getting thousands of them. Oddly enough, I have heard people taking German based on being fans of Rammstein. Each date probably took about 3 to 4 months to book. The amount of drills we had to go through for pyro permits, riders, it was tedious. Lustige Sache waren Tourbusse hier. Wir kannten ja nur so eine Rüttel-Nightliner aus Deutschland. Wurde ganz schnell aufgeteilt, alles, wer wo liegen darf. Da schläft Richard. Und hier schläft Till. Und da vorne, hier ist die Küche. Und das Geilste war, wurde oben so ein Gefrierfach aufgemacht. Das hieß Hungry Man, hieß das noch, ne? Da waren 85 Paletten drinne mit Fertiggerichten, die man in der Mikrowelle aufmachen musste. Und wir haben uns morgen schon mal gefreut, haben uns dann getroffen, ihr Krauch aus einer Bank. Und dann wurde da im Schichtsystem dieses Zeug reingeschoben. Es war so eine Gratwanderung. Eigentlich fanden wir es total geil, aber eigentlich war es auch ganz widerlich, weil es quoll in der Mikrowelle. Erbspüree mit oder Erbs mit Kartoffelpüree und irgendwie so ein Stück Fleisch quollen drauf. Wir befinden uns in seiner Blase. Wir sechs eben. Also ich habe auch gar nicht so viel zu tun mit der Crew oder mit irgendwelchen anderen Leuten. Und es ist auch wichtig, dass nur wir sechs zum Beispiel im Bus fahren, weil wir untereinander schon so funktionieren, also wie so eine Uhr. Wenn da jetzt ein anderes Zahnrad dabei wäre, würde es nicht mehr funktionieren. Super, alles frisch. Gibt's nichts zu bemängeln. Ohne T-Shirts geht noch. Kann ich doch quasi, und die Inschrift ist ein bisschen kompromittierend. Die glauben nicht, dass das amerikanische Frauen gut finden. Also es ist kein Grund, darauf besonders stolz zu sein. Das Problem mit Tun ist immer, du hast irgendwie keine Möglichkeit, irgendwie dich zu beschäftigen. Ich nehme jedes Mal irgendwie an die 10 Bücher mit und versuche sie zu lesen. Und jedes Mal komme ich mit diesen 10 ungelesenen Büchern wieder zu Hause. Ja, vielleicht sollte ich erstmal erklären, wie normalerweise die Bands das handhaben. Weil man jetzt als Zuschauer ja gar nicht weiß, wo die Probleme auf einer Tour liegen. Die sind einfach so, man kommt irgendwo an, weiß nicht genau wo, dann gibt man was essen, dann guckt man Fernsehen, dann Soundcheck, dann hängt man noch ein bisschen rum und dann spielt man. Das ist vielleicht jetzt, wenn man 3 Tage macht, jetzt nicht sehr schlimm, aber wenn man so einen Monat lang macht, wirkt sich dann doch irgendwie auf die Psyche aus. Ich nenne das mal so das Kartoffelsyndrom. Also man wird irgendwie ausgeschüttet, muss dann das machen, was man jeden Abend macht, und dann wird man wieder eingesammelt. Das Einzige, was du machen kannst für dich, nutze es, ich gucke unheimlich viel Filme, einfach um die Sprache zu lernen. Weil der Tag hat 24 Stunden und du stehst für ungefähr 1,5 Stunden auf der Bühne. Der Rest des Tages ist nämlich pure Langeweile. Ja.
Spielkiste da sind, so Sachen drin wie Inline-Skates, Fußball ist da drin, Skateboard. Wir gehen mit der Schwimmfraktion, also da sind außer Olli und Flake, die anderen vier, die schwimmen immer alle, und dann gehen wir mit. Flake versucht immer verzweifelt irgendwo zu wandern. Das ist immer eigentlich die schönste Zeit vom Tag, wenn ich so vor mich hinlaufe. Da kann ich auch in Ruhe über ein paar Sachen nachdenken. Wenn man abends immer so aufgeputscht ist, wenn da so viele Leute klatschen und so, kann man am Tag darüber klar abwägen, warum das alles so ist, wie es ist und wie man damit am besten so fertig wird. Weil es ist ja auch schwierig, in einem fremden Land sich wohlzufühlen, weil ich spreche die Sprache nicht wirklich und da ist es schön, wenn man ein bisschen Zeit hat, das in Ruhe in sich aufzunehmen, darüber so nachzudenken. Wir haben unseren eigenen Koch mit, weil es war auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe auf der ersten Amerika-Tour. Dass du gerade auf Tour auch angespannt bist, mental angespannt bist, dass du einfach gutes Essen brauchst. Was für ein Service. Ja, so ist der Alltag. Und das reicht eigentlich, dass man nicht doof wird. Of course, there are unforeseen incidents on every tour. That's when the fine art of improvisation is called for. Kurz erklären, was hier passiert ist. Ja, du hältst Licht nicht aus. Die Hälfte von den PEs sind aufgebaut, mehr können wir nicht aufbauen, es kracht schon zusammen. Das bedeutet, seid Zeit. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und sind dann zu dem Backliner von Korn gefahren in sein Haus. Der hatte einen Pool und dann haben wir die Tequila Shotguns erfunden. Dann haben wir Wasserspritzen, was Kinder so haben, wo die sich immer so mit aufpumpen. Dann haben wir Tequila reingemacht und hatten eine sehr lustige Tequila Pool Party, wo wir uns und anderen Menschen dann damit in den Mund geschossen haben. Mit einer Aftershow-Party ohne Konzert. In Salt Lake City, Rammstein hat completely different adverse circumstances to contend with. Wir mussten irgendwie im Hellen anfangen. Wir haben eine Show, die irgendwie darauf beruht, dass sie im Dunkeln anfängt mit dem Anfang. Und die Show an sich, wenn man die schon im Hellen spielt, funktioniert einfach nicht. Also Rammstein-Show und Feuer und einfach diesen Kontrast, den brauchst du einfach. Ja, zum Schluss war es einfach so, dass irgendwie es gab ein Zeitlimit, der war glaube ich so gegen 22 Uhr und wir waren glaube ich da drüber und wir hatten unsere Zugabe, die Leute haben geschrien und die Show wurde quasi abgebrochen einfach. There's nothing we can do. Der Tourmanager kam auf der Bühne und meinte, wenn wir jetzt nicht aufhören, dann stehen irgendwie zwei LKWs voll Polizisten vor der Tür und wenn ihr jetzt nicht aufhört, stürmen die Bühne. Don't take it out on the band, it wasn't them. Don't take it out on anyone here, it wasn't actually the fairgrounds. It was Salt Lake City, so fuck Salt Lake. Gerade um Salt Lake City herum, wegen dem Humor, da gibt es irgendwie gerade ganz in Amerika einfach Stress irgendwie. Exactly. Ein Worcester, wo keiner dran gedacht hat, wie es im Leben halt immer so ist. Wenn du nicht mehr dran denkst, auf einmal schlagen die zu. I'm not surprised. I'm not surprised. You know, as liberal as America likes to think it is, especially now that we have a black president and gay marriage and everything, we're still very conservative. We're still very conservative. Haben die Polizei ins Backstage, wir dachten, wir wollen was kontrollieren, wie Feuer oder so. Und dann sagt der Tourleiter, ihr seid jetzt verhaftet. Haben wir gesagt, ja, ist gut. Und haben uns nicht weiter gekümmert drum. Ich sage, ich gehe erst mal duschen. Dann sagen sie, nee, ihr ist nicht duschen. Ihr seid jetzt verhaftet, das ist ernst. Da standen die Polizisten so mit ihren Handschellen da. Ich habe gedacht, das ist ja ein bisschen blödsinnig. Ich habe schnell geduscht, habe mir ein T-Shirt so übergezogen. Wir standen mit Uniform im Bad, neben uns. Wir und dann haben sie Till und mich in so Hundefänger gesperrt und mit Handschellen hinten so an der Stange so festgemacht. Ins Gefängnis gefahren. Sorry about the US. What can you do? Also es stimmt alles so, wie man es im Fernsehen sieht. Es ist ein langer Gang mit Gitterstäben und dazwischen sind die Zellenwände. Und da sitzt man dann auf einer Holzpritsche und dann ist ein geschmiedetes Edelstahlblech, wo man unten als Klobecken nutzen kann und oben als Wasserhahn. Und ohne Klobrille und sowas. Da kann man dann aufs Klo gehen, wenn man will. Oder sich aufs Bett zu setzen. Das sind die Alternativen, die man hat. Gegen nachts kamen dann noch die neuen Verhafteten dazu. Die haben dann getobt und gegen die Zellen gedroschen und mit Fußketten reingeschliffen worden von vier Mann. Und einer hatte eine Schussverletzung im Arm, weil der auf Polizisten geschossen hat, weil die seinen Hund erschossen haben. Haben sie den schnell zum Arzt gebracht, verbunden und dann auch neben uns dann eingesperrt.
Und das waren alle zum Teil auch betrunkene Leute und die haben geschnarcht und gestöhnt und gepupst und alles so, dass man nicht schlafen konnte, also nicht im geringsten. Und dann, man hatte auch keine Brille oder keine Schuhe und keine Uhren, man wusste auch nicht, wie spät es ist. Mir kam es vor wie ganz lange, aber waren es natürlich nur 5 Stunden. Dann durfte man wieder rauf. Töte dich, befehle ich dir, wende dein Antlitz ab von mir, dein Gesicht ist mir egal, töte dich. The police intervention is triggered by the special staging devised for the song Fick Dich, Bend Down, involving singer Till and keyboard player Flake. Der Freibeiner hat sich gebückt, in ein gutes Licht gerückt, zeig ich ihm, was man machen kann. Fang dabei zu weinen, der Freibund schammelt mein Gewinn, von Angst, weil es mir schlechter geht. America has these strange, what are called indecency laws, and Jim Morrison got arrested for it. Lots of musicians over time have been arrested for it. These laws are very old. They're very selectively applied. It's almost like when the local police force doesn't like an artist, then they apply the laws. Make eine künstlerische Darstellung habe oder eine Interpretation eines künstlerischen, also auf meine Interpretation einer Sache, die ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, also ich hole ein Plastidelors und spritze ein bisschen mit Milch rum, dann rechne ich einfach damit überhaupt nicht, dass ich deswegen eingesperrt werde. Und dass das aber wirklich stattfindet, dass es sowas gibt, so eine, ich sag mal dazu, extreme Beschränktheit, also eine Sicht der Dinge so einzuengen, da musst du dann nicht zurechtkommen. In this country is ridiculous. They're terrified of everything. I love the idea of really powerful macho men playing role games, like role playing like that, to really mainly screw with other men's heads. None of that freaks me out, but I'm assuming it freaks a lot of men out. For most, you know, heterosexual men, that's not really typically appealing. Whether or not you're offended by it or not is one thing, but it's not really a subject that they would choose to be exposed to, so to speak. It would rather have it over here. And what Rammstein does is they bring it right here, right in front of your face. Well, I think your average young meathead who see a fake penetration between two guys, they're going to be embarrassed, repulsed, but ultimately fascinated. They probably won't be able to, you know, and if it's done theatrically enough as part of a successful product. That's good, getting arrested. That's a good thing. So your audience loves that even more. And they were the dildos, and they were busted. Fabulous. They still got to say what they wanted to say. They just had to spend a couple hours in jail and pay $100 fine. And they could have done it again, and the same thing probably would not have happened somewhere else. The incident has legal repercussions for Till and Flaken. Throughout this tour, in the land of the free, they have to repeatedly return to Worcester to account to the court for their actions. Some of the local citizens are not used to so much open-mindedness. I like the band. I think the band's good. But what they did should have been left behind closed doors. America is a much more puritanical country, and our sex is sort of kept hidden, which is strange because we are the porn capital of the world, but we're a puritanical country. I believe we did have to send documents just saying that it was all simulated, there was no actual nudity, and there was no actual sex on stage, and yeah, just dumb, dumb stuff. Man musste sich so an einige gewöhnen in Amerika, weil das hieß ja für uns immer das Land der Freiheit, das Land der Tellerwäscher, die Millionäre werden. Ich dachte immer, hier kann man machen, was man will. Also so verrückt, wenn aus Spaß plötzlich so ernst wird. Also als Band fühlt man sich ja im Betrieb ziemlich unangreifbar. Man ist so der King, alle finden einen gut, man wird hofiert, man wird hin und her gefahren. Bevor man Gedanken auch nur ausgesprochen hat, ist ja schon erfüllt. Und plötzlich wird man aus diesem Königsdasein
So, ist man auf immer vom König, ist gar nichts mehr. Ja, aber seitdem habt ihr einen Eintrag und seitdem müssen sie jedes Mal, wenn sie ins Land einreisen, müssen die beiden zum Interview. Können wir schon warten. Haben wir schön zwei Shuttle, die Band ist gemütlich im Hotel und Till und Flake dürfen noch eine Stunde sitzen und sich schikanieren lassen. Ich kann mich nicht dran gewöhnen, dass man nicht irgendwo an einen Baum pinkeln kann irgendwie. Ich saß in Texas, saß ich schon in der Bullenwanne, weil ich am Ausgang hinter der Bühne zwischen zwei Mülleimer gepisst. Und dann ging das los, also du bist in meinem Land, in meiner Stadt, das ist mein Distrikt und du pinkelst hier nirgendwo hin. Ne? Bloß nicht widersprechen, sonst bist du ganz schnell im Knast. Und das ist hier meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Einschränkung der persönlichen Freiheit, als wir das in Europa kennen. Ja, und seitdem sind wir auch sehr demütig. Also auch der Feiermarschall wird hier immer sehr hofiert, weil da darf sie auch keine Fehler erlauben. Also die sogenannten Authorities hier, die haben eine Macht, die können dich von heute auf morgen nach Hause schicken. Die entziehen dir die Arbeitserlaubnis oder die brechen das Konzert ab. Du gehst in den Knast oder bezahlst dich halt dumm und dämlich an Strafe. If something challenging and shocking is not a product, you'll be punished. But if it becomes a product, oh yeah, they're doing that in Madison Square Garden. Oh, they'll see that giant penis right now. Da gibt es ja Schallplatten umsonst. Dann mit 30 ausgewählte Zuhörer sich ihre CD zu nehmen. Wir sind mit dem Shuttle vorgefahren und haben gedacht, das sind Demonstrationen, wir müssen jetzt irgendwie da rum. Und dann sagte der Fahrer, das ist wegen euch hier. Und dann ging da ein totaler Alarm los und wir mussten innerhalb von 3-4 Minuten in diesen Plattenladen rein. Und wurden hinter uns die Jalousien runtergelassen, haben wieder gegengedroschen und die ganzen Straßen waren verstopft. Die Leute standen auf den Hochhäusern. Und da kam der Polizeipräsident und hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht aufs Dach geht und ihr müsst hier irgendwas sagen, die Leute beruhigen, weil die ruppen da irgendwie die Blumenkästen auseinander auf dem Boulevard, dann werdet ihr verhaftet. Und ich gesagt, was können wir denn jetzt dafür? Das ist, wegen euch ist das jetzt hier alles. Und der hat einen totalen Hals. Und dann sind wir aufs Dach und haben was durchs Megafon da gebrüllt irgendwie, so im gewaltigen Spanisch. Da waren dann haben alles voller Leute. Also überall auf den ganzen Parkhaus Häusern. Gegenüber war verstopft mit Leuten. Und als Till das Megafon in die Hand genommen hatte und was den Massen entgegengerufen hat, dann die so geschrien haben, war das schon so ein Gefühl von, okay, du kannst jetzt hier alles sagen, die werden schreien und bedingungslos uns toll finden, wo man dann das erste Mal gemerkt hat, ah, okay, also was für eine Verantwortung hat man eigentlich in dem, was man jetzt gerade macht oder so.
So, und dann sind wir wieder runter und abgehauen. Habe ich alles, haben Sie mir nicht geklaut? Haben wir deswegen nicht vergessen, weil uns vorher sowas noch nie passiert ist. Und das kam so aus dem Kalten, wir wussten nicht, was da, wir dachten, wir fahren zu einer Autogrammstunde. Mit einmal war so ein Riot da. Das war. Und die Leute glauben uns aber nicht, wenn wir erzählen, dass die Leute in Mexiko doppelt so laut mitsingen wie in Deutschland, wo wir endlich herkommen. Dann kann ich mich noch gut entsinnen, dass in Mexiko ganze Familien zum Konzert kamen mit Kindern und so. Als bleibender Eindruck noch da ist, ist, dass dieses Publikum in Mexiko immer voll ausgestattet war mit T-Shirts, die wir aber nicht gemacht haben. Die hatten unglaublich coole Motive und waren grafisch sehr interessant zusammengestellt. Und erst später haben wir gemerkt, dass es da einfach einen eigenen Markt für gibt. Die Idee hat Rammstein? Ja, so. Und da gab es so eine Straße, statt an jeder Seite einen Shop mit Merchandising. Das habe ich noch nie erlebt, mit Rammstein-Merchandising. Und das wird doch verkauft. Also alles, was man sich vorstellen kann, was man irgendwie im Haushalt gebrauchen kann, stand Rammstein drauf, das wurde da verkauft. Für ganz Schmales, aber es gab alles. The tour takes Rammstein to the city of Teotihuacan in the Mexican High Plains. One of America's most significant ruins. Named by the Aztecs, the place translates as where man becomes God. Ich glaube, ich bin irgendwie wie 3 Meter gefallen, irgendwie vom letzten Pyramiden und habe das Bein verstaucht. Wobei ist denn das passiert? Du wolltest irgendwo hochspringen oder runterspringen? Ich wollte ganz normal runtergehen, bin einfach runtergefallen. Und wurde quasi dann während der Show, wir mussten dann spielen auch, irgendwie immer gespritzt. Irgendwie, damit es nicht so weh tut, ja. South America, it's great audiences, but very difficult to tour because you have to fly everything from city to city. You can't just put it in trucks and let it go because you don't know if it's going to show up at the other end. So for the most part, I mean, and also because the distances are so great too. So you have to air freight stuff. The South American tour also takes in Argentina and Brazil. Shared concerts with Kiss in South America are a particular highlight for Rammstein. Ich kann mich das erste Konzert in Buenos Aires in Argentinien. Da kamen die raus, die Jungs, und ich bin mal auf einmal wie so ein kleines Kind, bin dann hierher gelangt und war mich so zurückgesetzt, als ich 14 war, weil da gab es irgendwie, wie gesagt, diese kleinen Bilder, die man irgendwie gerne für 20 Mark kaufen konnte, irgendwie an der Ecke, an der Schulecke irgendwie. Und ich starrte immer ständig auf diese Bilder und in meinem Kopf spülten sich irgendwie verschärfte Fantasien ab irgendwie und fand dieses Auftreten, dieses Schminken und diese ganze Art irgendwie total klasse. If we are in any way responsible for giving them the inspiration, it's something to be proud of. They are, they're out there, maybe if they weren't being a band, they would be burning houses down. So, yeah, we keep them on stage. I think Rammstein seems like a German band. They've got something about them, there's a vibe. You know, the great pyro, these guys, I heard that a couple of the guys in the band are actually professional pyrotechnicians. So, you know, they do that very uniquely, and it's over the top, and anything like that, any band like that, definitely appeals to us as well, even though they probably got some of their stuff originally from this band, so. Irgendwann mal, irgendwie kam ich in den Sinne, war ich mit Olli irgendwie auf der Bühne. Da so ein Moment, aber die hat man ja nie gesehen, ja? So die Jungs, die immer geschminkt haben. Dann standen wir da, haben wir so angeguckt und dann hat sich irgendwie Paul Stanley einmal im Konzert so umgedreht und hat so gemacht. Und vor allem mit Steiner war ich irgendwie wieder nicht so, wow.
However, the band find out firsthand just how unforgiving the Kiss Army can be. Noch nie so viel Hass vom Publikum entgegengeströmt wie an diesem Abend in Sao Paulo. Als wir auf die Bühne kamen, haben die gedacht, jetzt fängt Kiss an. Und dann kamen da irgendwelche deutschen Idioten und haben angefangen, über zu spielen, was keiner verstanden hat. Und dann haben die natürlich, sind die durchgetreten, haben uns beschmissen mit Feuerzeugen, mit kleinen Flaschen, mit Steinen. Das war ein Albtraum, ja. Das, ich glaube, war das schlimmste Konzert ever. Der Veranstalter zu uns gesagt, wir sind noch, ihr könnt froh sein, dass ihr keine halben Ziegen auf euch auf die Bühne geschmissen habt. Das ist normal. Habt ihr ja gut durchgehalten. After the South American tour, it will be 2 years before Rammstein tour North America again. With the new album, Mutter. One mistake I think a lot of European artists make when they come to the States is they forget how big it is. And like a lot of European artists will come to the States to tour and play 10 shows and think that that's a tour. Whereas you look at some of these American artists like Kid Rock or Dave Matthews or whomever, they play 200 shows in America every year. Rammstein play more than 40 concerts, 27 of them in 4 weeks on their headlining summer tour, and a further 20 in autumn. A punishingly tight schedule for everyone involved. Und es war so mühselig, weil man da auch in so vielen Gegenden ist, die jetzt nicht so spannend sind, ne? Klar ist New York spannend und in San Francisco ist auch schön und in L.A. Ist extrem schön. Es hatte wirklich eine extrem dunkle Anziehung, als ich da war, also, aber eine sehr interessante Anziehung. Ich fand die Westküste, San Francisco, Seattle fand ich irgendwie ziemlich cool. L.A. natürlich, aber alles, was so drumherum war, ist schon sehr schwierig. Perform in a different city almost every day, traversing the entire country. The enormous distances covered can't fail to leave an impression on the musicians. Most hard rock bands are on the road for like 2 years straight. They have no life and no body because they just tour nonstop. When you are an American band touring the US for 2 years, you're like a heartless, soulless, disgusting. It's a terrible place to tour. The toughest time really is being away from your friends and family. And a lot of the times when you're on the road for a long time, you kind of stay the same, you know? Like the band, we're still the same people, even if we're gone for 5-6 months. But you get home and things have changed. Da passieren richtig komische Sachen, also da vergessen die dich zu Hause. Du bist dann halt wie Fremder. I think that's the most difficult point, is readjusting to life once you get home. Rammstein miss the old days. Jetzt hat jeder sein Hotelzimmer, man sieht sich nicht, das ist eigentlich auch öde. Im Grunde genommen ist es für so eine lange Tour schon besser, aber man sehnt sich doch manchmal danach zurück, wie wir alle zusammen im kleinen Bus gefahren sind und da einen Teller mit Brötchen hatten, weil wir uns essen für den ganzen Tag und so. Das war irgendwie von der Stimmung her, war das irgendwie besser als jetzt. Da waren wir mehr eine Band, da war das war mehr so ein Zusammenleben. Früher ist Till in die Tankstelle gegangen, hat Essen geklaut.
haben wir im Rüster aufgerissen, die Tüten und aufgegessen. Das hat Spaß gemacht, da hatte man ein gutes Gefühl so untereinander. Und jetzt lässt man sich was aufs Zimmer kommen, das ist keine Lebenskultur. What preceded the 2001 Pledge of Allegiance tour with Slipknot and System of a Down remains stamped in memory far beyond Rammstein. Hier war die Wohnung meiner damaligen Freundin. Hier habe ich im Grunde genommen auch den 11. September mitbekommen. Und zwar hatte mich irgendwie eine Freundin um 9 Uhr aus Europa angerufen. Ich lag im Bett und meinte irgendwie, ob ich irgendwie okay bin. Und habe gar nicht begriffen, was sie meinte. Weil ich dachte irgendwie, sie meinte, ob ich heil angekommen bin. Und meinte, nein, und so, du musst rausgehen, rausgehen. Dann bin ich quasi hier rausgegangen und da hinten um die Ecke gegangen. Und habe im Prinzip gesehen, wie das zweite Flugzeug dann quasi in den zweiten Tower reingeflogen ist. Die Crew, die war in der Luft, als das passierte. Und die wurden dann nach Montreal irgendwie umgeleitet und hingen dann da irgendwie in so einer riesigen Sporthalle 2 Tage und mussten da warten und wurden dann also mit Kleckebrot versorgt. I remember the band being frustrated after some of the shows because of the reaction was not what they expected. The extreme strain of recent years takes its toll on the band on this tour. There are tensions between Paul and Richard. And the atmosphere, it's rock bottom. The post 9/11 political climate does not help. Vom Busfahrer bis zur Klofrau war hier alles mobilisiert. Alle wollten irgendwo Bomben schmeißen. Die wollten den Schuldigen finden. Da kam für uns auch so dieses Gefühl, was in Europa so da war, dass Amerika plötzlich so komisch war. Nicht mehr so wie vorher. Nee, wir haben auch gar nicht miteinander geredet zwischendurch. Also es gab ja, also was auch immer, es wurde öfter nicht miteinander mehr geredet. Very uneasy with 9/11, and one in particular decided to call it quits and get on a plane and fly out of JFK and said bye bye. Das endete damit, dass Flake einfach nach Hause gefahren ist. Auf der Slipknot-Tour. Und also das war so schlimm für ihn, also dass er alles einfach vergessen und hinter sich lassen, ist einfach zum Flughafen, ist nach Hause gefahren, hat drauf geschissen, was ist. Also insofern merkt man mal schon, dass das ist eine besondere. Ja, dazu muss man aber sagen, wir sind hier voll in diese Hysteriewelle reingerutscht und das fand ich dann sehr erschreckend, wie hier so die Stimmung so aufgepeitscht wurde. The whole of the USA is gripped by 9/11, with society paralyzed by the fear of further terrorist attacks. The land of freedom and limitless possibilities begins to turn in on itself and loses some of its luster. It was sort of a dividing line. To me, that tour was where Rammstein stopped trying to force things to work in America and stopped playing by the rules and just went away for a while and waited, whether by accident or design, waited for America to come to them. As a result, Rammstein concentrate more on their career outside of America. By dint of their experiences after 9/11, Rammstein started incorporating contemporary critiques into their songs for the first time. Der Song war für uns, also in meinen Augen, eine direkte Antwort auf den Irakkrieg, die Invasion von den USA da, und wir haben das so schön in Worte verpackt, dass man das eigentlich verstehen müsste, aber nicht muss. Der Song beschreibt nur, wie es ist, dass alle Länder Amerika infiziert sind und also kulturell beeinflusst sind, dass wir eben überall
diese amerikanischen Marken haben und schon sehr amerikanisiert sind. Der Text ist eigentlich so, beschreibt es so mit Augenzwinkern. Musik kommt aus dem Weißen aus und von Paris die Bildgeber aus. Americans saying that they're the greatest country in the world. They're the strongest country in the world. But more importantly, it shows a kind of lack of understanding of how diverse this world is and how amazingly culturally different we are from one society to another. And I think that song came out at a particular time when America was feeling very powerful. And America's will was being felt all around the world, whether it be militarily, socially, economically. And they were having a go at that. So the U.S. are the masters at making one-dimensional Coca-Cola nightmare superstars. It's next to impossible to make it in this country unless you do what I said earlier, this road warrior mania where you go to every small town. So there's no appreciation by the industry. There are people here who love heavy music, who love alternative culture, who want crazy shit, but the mainstream is like blanketing everybody's like front page of their whatever website and every stupid magazine with the most bubblegum crap. The American market is hard to conquer because it's always changing. I mean, if you were trying to be top 40 or like really, really widely popular, you'd have to keep changing your sound and your look, and who wants to do that? I mean, that's pathetic. In 2005, Rammstein parodied the Jaded Star System in the spectacularly funny video to their song, Keine Lust. Humor and self-mockery become an increasingly useful stylistic weapon in their arsenal. The TV, because I never saw it in America, and I was laughing, I was watching and laughing, and the camera was moving, and I'm watching the video, and I'm filming to send to my wife, you know, like, we'll check this out. This is so badass. Look funny, look gay, which is great, you know? I think that's the funniest thing in the world, that you can do anything and not fear anyone. That's the best thing in the world. Promoting music is very, very difficult, you know, because in the old days, there were basically four things. There were record stores, magazines, MTV, and radio. Now, MTV is reality TV. Record stores, unfortunately, don't really exist. Radio is Justin Bieber, and magazines just get smaller and smaller and smaller. So, and that's why, like, most musicians now sort of, like, try and, like, promote to their fans and then hope that the fans talk about it to their friends. It is only fitting that film director Robert Cohen is a massive Rammstein fan. He wants to secure the band for his action film Triple X at all costs. Starring action hero Vin Diesel, it is guaranteed wide public awareness amongst fans of the genre. But their international popularity is being boosted by more than just the silver screen. In that time frame, something came along called the internet, and all the fans of the band's music, whoever became interested in Rammstein, all they had to go on was watching clips on YouTube. And the longer the band stayed away, it almost seemed like the more anticipation got built up. I look up YouTubes of Rammstein because they just do everything. I mean, and there's so many of them that you can just watch one after the other and just see something totally interesting and inspiring. The internet is a
virtually taboo-free zone, Rammstein are adventurous enough to exploit the medium's possibilities. The band conceived something special for the song Pussy, supported in this endeavor by Swedish video director Jonas Åkerlund. Ich war mir nicht sicher, ob er auf diese Art von Humor steht. Und habe gesagt, wenn jemand dafür, für diesen Song irgendwie ein Video drehen kann, dann ist er das. Weil der hat so eine Dunkelheit und so eine Ernsthaftigkeit, die nie irgendwie so haha lustig ist. Und dann haben wir ihn geschickt, mir Musik geschickt und die erste, dann irgendwie eine E-Mail bekommen und von ihm, und er meinte dann, lass uns eine Revolution starten. This video is gonna piss a lot of people off. And this video is gonna be thought-provoking and irritating and funny and sexy and musical and stylish and beautiful and everything at once. Also wir lieben an Jonas seine kontroverse Art, also seine Art, mit kontroversen Themen umzugehen und seinen Mut. The plan works. The uncensored video is only available on internet porn channels. Rammstein has an outcry amongst the guardians of public virtue and morality. It is welcome publicity. Media is so fractured. I'm sure it's the same case in Germany, where it used to be there were like 4 music magazines and now there are 15,000 blogs. It's very hard for one act to make a huge impact. I mean, even the big bands like U2 don't get that much attention. After a 7-year break, the band returned to America, taking up residence in a studio near San Francisco to record their album, Liebe ist für alle da. Was ich an Amerika geil finde, ist einfach, das ist ein Land, was so eine Energie hat, erstmal machen. Die Deutschen tendieren ja ganz oft dazu, dass wir erstmal denken und dann machen. Und wir haben gehofft, irgendwie durch Amerika, dass wir dann auch erstmal machen und dann denken. Good, let me open up on the track and we do one more of those, okay? Okay, here we go. Spaß, wenn aus einzelnen Ideen oder Empfindungen plötzlich ein Lied entsteht. Also dieser Prozess, wenn das Lied so wächst und reift, ist für mich was ganz Schönes. Ich habe einen kleinen Trick mir ausgedacht, so eine Art. Und zwar hat ja jedes Lied so ein bestimmtes Tempo. Und das Lied hat jetzt zum Beispiel 120 BPM. Mhm. Und mein Herz ist normalerweise so um die 90. Und ich versuche jetzt immer quasi meinen Herzrhythmus oder meinen Puls zu dem Lied anzupassen, damit ich genau in dem Groove bin, wo ich dann quasi in dem Lied spiele. Jetzt bin ich jetzt bei 90. Und was ich jetzt mache, ist einfach ein paar Liegestütze, um mein Herz wieder auf 120 zu bekommen. Alright, Rock'n'Roll. Kommt schon drauf an, in welcher Umgebung man zusammenarbeitet und inwieweit die einzelnen Bandmitglieder stressfrei sind. Angeguckt haben, hieß es, dass hier gäbe es ein Baumhaus. Das war für mich der Grund, hierher zu fahren, weil es natürlich was Besonderes ist, in einem Baum zu wohnen und in der Natur aufwacht und einschläft. Wenn man die Chance hat, sollte man sie nutzen. Das war mein Aspekt.
und ich wohne sehr gerne abgeschieden und nicht so dicht in der Gemeinschaft. After being away for many years, they kept pushing the issue to come back to America with the full show, playing the arena, playing with the full production. Initiation war Quebec, das war ein Stadtfestival und die Stadt sponsert da sehr viel Geld. Da kommt die ganze Provinz dahin, da sind irgendwie 120.000, 130.000 Leute, das ist so ein Kessel. Und das war brechend voll und da waren irgendwie wegen uns, angeblich Pink hat da vorgespielt noch einen Tag, irgendwie 40.000, 50.000 Amerikaner, die rüber kamen und das war ein unglaublich geiles Festival. Was bedeutet, ist, dass hier viele Leute sind, die sich total freuen, wenn wir spielen. Also wenn ich denen Freude machen kann, dann freue ich mich auch. Und da die hier nun mal sind, die Amerikaner, dann kann man ja nur hier spielen, um denen Freude zu machen. Die kann man ja nicht alle nach Europa fliegen. I think it's interesting that they stayed away from the U.S. for so long and played everywhere else in the world. I think in a way that sort of made people hungrier here for them to see them. There wasn't a single promoter in New York that would take the risk for Rammstein to play Madison Square Garden. Between all the guys with all the big pockets, nobody would touch it. And we made a painstaking effort to go to Madison Square Garden directly. Madison Square Garden is one of the most famous venues in the world. I mean, everyone's heard of Madison Square Garden. And it's sort of a sign, when a band can play there, of being real rock stars. You know, so every band, when you're growing up, you just have this idea of playing Madison Square Garden. It was probably a 3-year plus process in discussions and development and a lot of back and forth of how crazy this is and how risky this is. But I give the band a lot of credit because they took the risk. This was the first attempt to headline the band in America with full European production of 18 to 20 trucks, full pyrotechnics, as many effects as the authorities would allow. This was the show to stake the claim in America. Everything prior was a build, was growth, was development. This was the pinnacle, this was the defining moment that put Rammstein back here. When the band finally announced they were coming back, all these people who had been hearing about it and buying the albums and looking at YouTube clips and waiting finally had their chance. The fact that they waited might be better for them in the long run in America than had they continued to come every couple of years or every album cycle or whatever. They're coming. Rammstein, the most explosive band on earth. This is your only chance to see Rammstein in the United States. Tickets on sale now. Und ich saß zu Hause in Berlin, weiß ich genau, und dann ging es los, irgendwie 10 Minuten, 5.000 Karten, 12 Minuten, 15.000 Karten, innerhalb von 20 Minuten war das Ding ausverkauft und ich bin in meiner Wohnung rumgesprungen wie so ein Teddybär. Ich habe mich total gefreut. This band can sell out Madison Square Garden, it was like 18,000 people. It's a big deal. It's amazing that they did that. What I found phenomenal about that is that they managed to do all of that after not playing here for over 10 years. That's quite an accomplishment in today's music industry and music scene. So it was very rewarding. One of the most rewarding highlights of my career as far as being involved in the music business, if not the most. The show is huge. I mean, it's a very deep stage, it's a very wide stage. So it fills the room quite a bit. And
I just remember the first time that they let off all the Lyco jets at the same time, the ones up in the air and the ones on the floor. It sucked all the oxygen out of the room instantly, and it felt like my whole head was compressing. It was so bizarre. It was the most unbelievable feeling. Can I take a picture with you? Awesome. Are you ready? Yeah, sorry. Oh my god. Hi. Hi. Yeah. Oh yeah. Thank you so much. Most famous arena in the world, right there, baby. Yeah. Here's a great story, actually. The morning of the Madison Square Garden show, I was staying at a hotel in New Jersey, and I met up with a friend for breakfast. I'm standing online, waiting to pay for my breakfast, and there's a girl in line in front of me. And so the gentleman behind the counter says to her, you know, oh, how are you today? And she says, I'm great. I'm going to see Rammstein tonight at Madison Square Garden. And I say, did I just hear you say that you're going to see Rammstein tonight? She's like, you better believe it, man. I've been waiting fucking 10 years for this shit. That was the representation of what everyone in that audience was feeling. It's finally here, and I can't wait. My son is 15 years old. That's his favorite band. So I was like dad of the month because I got him tickets to go see the show. Wir mussten echt noch ein paar Stühle rausbetteln, dass da am nächsten Paar stehen, dass es so aussieht wie ein Rockkonzert. Das ist mehr so ein Sting-Sitz-Konzerthalle. Dann haben wir halt als Band das Ritual, dass wir immer einen Tequila trinken, kurz bevor wir auf die Bühne gehen, und uns nochmal in die Augen gucken und anstoßen, dass wir uns nochmal in Kontakt kriegen, weil wir auf der Bühne nicht miteinander kommunizieren. Deswegen ist der menschliche Moment immer noch ein ganz wichtiger Moment. I don't know if I've ever seen a band that did not sing in English play at the Garden. I don't know, is there another German band that can go play all over the world and sell out arenas in America? And we were cordially invited to the show, and yeah. It was amazing to watch because, you know, more than 10 years earlier, played right down the street with Rammstein, and we were one of 20 or 30 people watching Rammstein, and now we were like one of 20 or 30,000 people watching Rammstein at Madison Square Garden, which is, it was crazy. Yeah. Surreal. A bunch of German guys coming over to America. It was sold out. It's about time. About time the world embraced something like that. Pushing the envelope so nobody can copy them. And Rammstein is still inspiring young musicians. You know, they continue to tour, they continue to put out music, and it just takes more fuel to the fire. What I noticed also about their show that I thought was unique was that they don't use any video screens. And we use screens, I mean, most bands screen, that's the thing, far away, people want to, you know, look up at the screen. I played with Rammstein on one show, and he didn't move. He just stood exactly where they told him to stand and didn't move for the whole night, and I don't blame him at all. I'm low budget, I'll just turn around and show my ass crack again. I think they represent everything that is rock and roll, but in a new way that no one's done before. After me.
can be embraced by an American audience, I would tell you it's impossible. And yet, clearly, through their success, it's not. Which leads me all the way back to where we started talking. There is a level of authenticity in their music and their style and their show and what they're presenting that people are relating to. And it doesn't matter about their culture. It doesn't matter about what language they speak. They can feel it. I couldn't tell you how to do that in a million years. I've just never seen them so happy and in such a good place. And I think that's what happens when you wait for success to come to you. Was ich daraus gelernt habe aus dieser Sache war, wir hatten wirklich eine gewisse Zeit versucht, hier uns zu etablieren, mit ganz viel Einsatz. Und es sollte halt nicht sein. Und erst in dem Moment, wo wir wirklich locker gelassen haben, so typisch Rammstein, immer wenn wir versuchen, irgendwas zu wollen, es klappt nie. Aber wenn wir nichts wollen, dann kommt alles. Das Gefühl, aus Deutschland zu kommen oder Deutsch zu sein, hat immer einen Fleck gehabt, ja, den ich irgendwie immer gespürt habe, immer so ein, hat sich immer irgendwie schuldig gefühlt. Und das hatte ich auf einmal nicht mehr in Amerika, irgendwie, die Leute offener waren. Und auf einmal auch so bestimmte Tugenden, die deutsch sind, irgendwie auch gut waren. Ja? Eine gewisse Verlässlichkeit und eine gewisse Pünktlichkeit und solche Sachen wurden auf einmal sehr geschätzt hier. Und da habe ich das erste Mal auch ein Gefühl wieder zu meiner eigenen Heimat bekommen. Also ich musste quasi erstmal weggehen, um auch wieder okay zu sein, woher ich komme. Das war irgendwie eine ganz schöne Erfahrung für mich.